Der Chef blickt mal wieder eine Runde mit Harry. Hast du es gehört? Habt ihr gehört? Habt ihr gehört? Izzy gerade? Ach so, du fliegst mal wieder eine Runde mit Harriet. Ja, ja. Guck mal, Izzy möchte gerne eine Runde mit mir fliegen. Ich hau mich weg, Alter. Ich hau mich weg. Ist das gut, ey. Oh Gott, wir können das MD eigentlich nicht verlassen. Es ist einfach viel zu Comedy. Aber wir müssen. Leute, wir müssen. Es ist einfach viel zu Comedy. So. Ja? Dann ab nach oben. Hopp, okay. Hopp. Jawohl. Jawohl, John. Ich such dir einen Landeplatz. Natürlich, John. So will ich das finden. Geh diesmal nicht mit rein. Das ist doch unisi minus 100 direkt. Ruf mich John nur wegen des Spruchs an, ey. Der hat auch nichts zu tun gerade, ne? Kann der Zeit? Ausnahmsweise. Er hatte wieder 3 Status 6. Der kann nicht irgendwie. 20 Sekunden okay. Nicht telefoniert, das ist, glaube ich, das Problem. Wer braucht denn zu umziehen? Warte jetzt, dass ich mit reinkomme. Nein, machen wir nicht. Ah, den Köder hast du geschluckt, genau richtig. Ich wollte bestimmt nur, dass ich zurück zum MD komme. So ist es, aber ich war ja eh auf dem Weg. Ja, warte, wird die auf mich? Alles er hat telefoniert. Ich dachte schon. Ich wäre auch einen coolen Business-Anzug. Das war gerade Marv. Er hat einen neuen Song. Marv? Ja, irgendwie jemand, der einen neuen Song released hat. Ja. Und du hast ihn zu einem neuen Song inspiriert, soll ich dir ausrichten. Was? Keine Ahnung. Was? Frag mich nicht. Das sind Marv? Ja, Marv von Klebrig und Feucht. Okay. Ach, der gerade aktuell Platz 1 ist oder was? Kannst du mir seine Nummer geben? Ist ja mega. Nee. Schon. Das ist echt keine Hilfe. Hauptsache, wir fliegen nicht durch den Tunnel. Hatten wir gestern schon. Ja, du nicht, zum Glück. Hat er mir auch erzählt heute, was denn? Cool, ich habe so andere Leute zum Song inspiriert. Wow, guck mal. Ja, guck mal, jetzt mache ich nicht nur Lieder und habe einen eigenen Producer. Nein, ich animiere auch andere Leute dazu, andere Lieder zu schreiben. Tja, das Ganze jetzt leider nicht nachholen, letzter Boss. Juhu. Guten Tag. Hallo. Gut. Bist du schon mal an das Ding eingewiesen worden als Co-Pilotin? Nein. Nein. Hervorragend. Dann setz dich gleich mal auf den Co-Pilotenplatz. Er wird sicherlich einfach der Beifahrer sein. Hoffentlich mache ich nicht die Tür vom Heli kaputt. Hoffentlich mache ich nicht die Tür vom Heli kaputt. Lass mich bitte nicht die Tür vom Heli rausreißen. Gut. John, du bist dir bewusst, dass ich gerne Türen rausreiße und dass in dem Heli echt schlecht wäre? Ja, du hast ja hoffentlich den Fallschirm jetzt angezogen. Ja, müsstest du eigentlich umhaben, ja? Gut. Na, dann ist ja gut. Wenn nicht, wirst du sterben, wenn wir abstürzen. Ist aber nicht so schlimm. Ich bin noch nie abgestürzt. Ich habe eine gute Quote. Ich habe auch eine sehr gute Quote. Ja, was? Ja. Ja, so. Oh. Deine Aufgabe ist jetzt hier. Ich weiß nicht, wie ich die Fallschirm öffne. Du navigierst mich. Okay. Du funkst für mich. Okay. Und du bedienst die Kamera. Wie bediene ich die Kamera? Du hast daneben, da ist so eine Taste, die aussieht wie so ein Semikolon oder wie das Ding auch immer heißt. Ah. Tatsächlich, ja. Ja, ja. Genau. Ja. Da kannst du mit Plus und da ist so eine komische U mit Pünktchen drüber. Rein und raus zoomen. Hast du es? Mit Pünktchen drüber? Ja, so ein U mit 2 Pünktchen drüber. Ja, verstehe. Ja, sieht wirklich aus wie ja, U. Und daneben ist ein Plus. Ja, ja. Funktioniert, genau. Ja. Ich habe auch schon rausgefunden, wie ich das Licht dann mache übrigens. Genau, also du drückst einfach, ne, Infrarot, wie du es anmachst, ja, hast du gefunden, ja? Die MD 73 wäre quasi der rechte Knopf auf dem Steuerknüppel von der Kamera, check. Ja? Das ist die Infrarotkamera. Der rechte... Ja,
Ja, der rechte Knopf. Du hast ja zwei Knöpfe. Du hast ja den Joystick in der. Ja. Okay. War zu einfach, ne? Ja, gut. Das war zu einfach, ja. Ist absolut gut. Richtig. Gut. Leitstelle von RTW. Ich bin nicht im Funk, ich höre nicht, was passiert. Ja, es ist auch gerade echt schwierig, dir zuzuhören und den Funk. Ja, das heißt, das ist dann alles, was du dann sagst. Also, du funkst für mich, du gibst den Status immer durch. Check, so verstanden, schönen Feierabend. Und ja, du gibst mir auch die Befehle der Leitstelle halt weiter und die Einsätze. Und mit der Kamera würde ich einfach versuchen, jemanden zu finden, ja? Genau, wenn wir jemanden suchen sollen, dann musst du, also nachts würde ich halt Infrarot definitiv fühlen. Ja. Also Wärmebild, weil, ne, glaub mir, im Dunkeln ist das halt nicht so schön. Du siehst halt nicht allzu viel. Ja, das stimmt. Okay. Dann bitte einmal anschneiden. Ja. Oh Gott. Dann kannst du an der Leitstelle durchgeben, RTH, Status 1. RTH 1, Status 1. Warum krieg ich keinen Check? Oh Gott, jetzt müssen wir wieder mit Schaukel schon spielen. Guck mal, ob im Park jemand ist mit der Kamera. Ja, Moment. Oh, sehe tatsächlich aktuell gar keine Person. Hört sie, kommen Sie? Keiner ist. Sind alle beim Galaxy. Status 1. Wo du auch gerne wärst, sagst du? Nö, Nami arbeitet ist gerade da. Die hilft da ein bisschen aus. Naja. Das heißt, die hat sowieso keine Zeit für mich. Deswegen kann ich die Zeit auch sinnvoll nutzen. Um mich weiter auszubilden, meinst du? Ja. Hm? Ich habe immer noch die Hoffnung, dass du, wenn du fertig bist mit der Natur durch das Santos, dass du auf jeden Fall wieder an unsere Tür klopfst. Ja. So, ist beim Galaxy was los? Ich glaube, ich weiß von oben gar nicht, wo das Galaxy ist, wenn ich ehrlich bin. Ach doch, da! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 Autos. Und zwei Türsteher und davor wird gerade jemand reingelassen. Also ja, ich würde sagen, ja. Ist was los. Mal gucken, was hier bei den Nachbarn so los ist. Übrigens, herzlichen Glückwunsch zu deinem Haus, John. Das ist wirklich sehr schön. Ja, ich weiß. Ich habe die Reaktion gesehen, dass es dir nicht gefallen hat. Ja, das ist echt scheiß Haus, Mann. Vor allem mit dem Ausblick da von der Terrasse und so. Wir sind direkt drüber. Ich seh's ja. Ich weiß noch, wie lange das aussieht. Okay. Check, folgt dir nichts. Schon dein Ausblick. Ihr seid so gemein. Dann gucken wir mal. Ja, ich finde es tatsächlich in der Kamera. Macht es, glaube ich, noch mehr Spaß zu fliegen. Wann macht das Spaß zu fliegen? Im Dunkeln. Doch weniger Tunnel, wo man durchfahren kann. Es war mir nicht gut, John. Ich musste sehr viel lachen. Dankeschön. Kommt der mal gut. So, dann machen wir. Such mal bitte den Golfplatz ab. Hat mich sehr amüsiert, musste. Ja. Ist genau mein Humor. So. Tatsächlich. Keiner am Golfbälle sammeln? Das können wir gar nicht vorstellen. Gut, dann gehen wir einmal runter. Es ist keiner am Golfbälle sammeln? Ein Auto steht da irgendwo, aber ich sehe keinen. Ja. Ich kann natürlich aktuell nicht so genau einschätzen, wo genau die Kamera hängt, ehrlicherweise, wenn du runtergehst. Ja, du kannst auch aus der Kamera einmal drumherum gucken. Das ist nämlich die nächste Aufgabe, die du auch hast. Ah ja, okay, ja, verstehe. Auch mal drumherum ein bisschen beobachten. Ja, okay. Falls mir irgendwas entgeht. Mhm. Verstehe. Wer wird sterben? Aktuell ist alles frei. Sieht gut aus. Leitstelle für die 54 kommen. Hört, sie kommen. Bitte einmal die 54 und die 24 auf RTW 5 eintragen. In Status 1. Alter, John zuzuhören und gleichzeitig Punkt, das ist echt anstrengend. Du meinst, mein zweiter Vornamen. Sehr gut. Das sind Plätze. Gut, das muss man schön landen. Leitstelle für 20. Und navigiere mich mal. Ebenfalls mit der Information. RTW 5 also hat sich jetzt aufgeteilt. Ich habe es noch 6 Uhr hinter uns. Aber ich habe ja gehört, so Heli-Landeplätze sind ja so langweilig für dich, ne? Check für die neue Kennung RTW 2. Alles gut. Okay, dann 11 Uhr. 20, so verstanden. Ziemlich genau unter uns mittlerweile. Bei der ist nämlich schön direkt neben dem hohen Gebäude. Ah, ich seh's. Jetzt setzt er die auf 6 Uhr. Gut, dann nehmen wir ein bisschen
RTW 3 Schluss 2. Meinst du den jetzt geradezu? Jetzt so auf 12 Uhr, ja. Genau den. So schön im roten Gebäude. Das ist super. Das ist genau. Ja, macht dann Sinn, nicht von der Gebäudeseite anzufliegen, sondern von der anderen? RTW 2 startet ein. Alter, dieser Funk! Ich muss mich konzentrieren, Leute. Check. Ich will nicht sterben. So, wenn du jetzt runter guckst, wenn da irgendwelche Sachen drauf sind, einmal draufschauen aufs Dach. Ja. Irgendwelche hohen Kästen und ähnliches, immer durchgehen. Ja, gebe ich dir durch. Ja, tatsächlich ist, du solltest auf dem Haar landen, tatsächlich. Links und rechts davon befinden sich Lüftungsschächte. Sehr schön schon. Hervorragend. Ja, nachts ist ein bisschen schwieriger. Ja, ich glaub dir das. Wirklich. Ich glaub dir das wirklich. Bei Emi landen lassen wir nur zu sein. Das durch. Teddy? Ich hatte überlegt, ist sie mal zu fragen? Nein? Ja gut, dann fragst du nicht Easy, sondern fragst halt mich oder Peyton oder... Ja doch, könnte ich mir vorstellen schon. So. Jetzt hast du es. Gut. Oh nein. Ich möchte nur dazu sagen, dass ich wirklich in meinem Leben noch niemals irgendwie sowas ähnliches wie einen Helikopter bedient habe, ja? Ja, mein Gott. Gut. Ich wollte es nur sagen. Wenn es schief geht, ja? Mhm, sind wir alle tot. Hervorragend. Das ist überhaupt nicht stressig oder so. Nur du und Easy, also nicht so schlimm. Also, es tut mir natürlich, Moment mal. Ich leid um dich. Also, ja, ich wollte gerade sagen, John. Also wirklich? Ja. Mit Tunnelgeschichte. Ich hab schon wieder irgendwie schlechten Empfang gehabt. Mhm. Klar, John. Halt mal kurz. Steig nur, ich muss mal telefonieren. Was? Oder lieber eine SMS schreiben. Wem soll ich eine SMS schreiben? Nein, ich schreibe eine SMS. Oh mein Gott, John! Du bist wahnsinnig! Okay, er schreibt SMS. Quatsch. Nein, natürlich schreibe ich keine SMS. Oh mein Gott. Ja, dachte schon. Ich bin noch nicht lebensmüde. Gut. Was ist das für ein rotes Lämpchen da? Wieso blinkt das? John. John. Ja. Tust nicht. Ich mach doch nichts. Was ist? Oh mein Gott. So, gut, nächster Landeplatz. Ich hab hier vielleicht ein bisschen in die Hose gemacht. Aber ist okay. Ja, die sitzen auch fähig, keine Sorge. Übrigens, die Stadt von oben ist auch sehr schön, muss ich sagen. Sehr, sehr schön. Siehst du den auf 12 Uhr? Meinst du den auf den drei Gebäuden da? Ja, geradezu jetzt. Geradezu, ja, sehe ich, ja. Den sehr hohen, meinst du? Ja. Mhm. Ja, klar. Da ist es so, dass der Helilandeplatz ein bisschen erhöht ist. Das heißt, wenn du nicht auflandest, kippst dann du weg. Dann stützen wir ab. Richtig. Ja, richtig. Aber kein Stress oder so. Nein, ich habe keinen Stress. Nein, kein Stress. Also ist ein bisschen nicht schief gegangen. Nein, du hast noch nicht mit mir als Gruppe. Nee, okay. Jetzt direkt auf 12 Uhr ist da, glaube ich, irgendwie sowas wie ein Kran oder so. Das heißt, da solltest du auch nicht drüber stehen. Ach. Einfach in der Mitte dann. Passt schon. Hat's auf wenige Sitze. Ja, schön. Oh mein Gott, es sieht halt so schwer aus, wenn John schon so extreme Probleme hat, den ruhig zu halten, ne? Ich bin in GTA, glaube ich, noch nie Heli geflogen. Noch nie. Bisschen weiter nach vorne. Ja, genau. Ja, das ist besser.
Mittagspause. Yay. Ja, sehr dann gut, dann kann ich kurz trocknen lassen. Ja. Ach, das riecht so komisch. Frischer Urin riecht nicht, John. Außer du hast eine Blasenentzündung. Naja, gut, solltest du mal untersuchen lassen. Wow. Wenn du mir so eine Vorlage gibst, was erwartest du eigentlich? Wenn was? Wenn du mir so eine Vorlage gibst, was erwartest du eigentlich? Na ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, ist okay. Tastaturmaus echt nicht gleich, das ist, glaube ich, absolut. Guck mal, John wollte mir einfach nur einen schönen Ausblick zeigen. Ist das nicht toll? Wobei, ehrlicherweise halt die Scheinwerfer mega stören, ne? Also für ein Foto ist es nix. Ah, wobei, so geht's. Wenn ich meinen Kopf vor den Scheinwerfer hänge, geht's. Übrigens, Izzy ist, glaube ich, der Erste vom MD, der unseren Song gehört hat, ohne dass ich ihn drauf angesprochen habe, ne? Ich wollte es nur mal sagen. Also Izzy gibt sich schon Mühe. Ist nicht. Meine Weinwurz sein da hinten. Hast du den Fallschirm noch? Dann mach ab, ey. Ich weiß nicht mal, wie ich den Fallschirm aufmache. Das könnte problematisch werden. Ich habe mich übrigens gar nicht abgeschnallt. Ich konnte trotzdem aussteigen. Das ist ja frech. Das ist wirklich frech. Habe ich wieder abgeschnallt wieder? Ich glaube nicht. Ich mag Ausblicke. Ja. Glaub mir, hier kommen nicht als viele Leute her. Ja, das stimmt allerdings. Hier kommt man relativ schlecht drauf. Das stimmt. Oder es würde zumindest sehr, sehr, sehr lange dauern. Jetzt mal eine Frage. Was würdest du jetzt tun, wenn ich hier einfach runterspringe und den Fallschirm nehme? Die Treppe nehmen? John? Achso, oh Gott. Dann testen wir mal, ne? Er möchte, glaube ich, gleich, dass ich einsteige. Ich hoffe nicht, dass er von so einer hohen Position möchte, dass ich in diesen Heli einsteige, auf der Fahrerseite. Ich hab's verdiktet. Hier ist abgesperrt. Ja, das sieht schlecht aus, ja. Ja. Ja, sieht schlecht aus. Auch abgesperrt. Das ist echt doof. Ja, dann... Das Schlimme ist jetzt, wo der Heli oben drauf ist, ja, kann da kein zweiter landen. Ach Quatsch, da ist noch genug Platz, John. Viel zu gefährlich. Viel Scheiße. Zu gefährlich. Wir sollten mal zurückkehren. Ja, du hast viel zu viel Sport gemacht. Ich hätte natürlich durchgepasst. Bist du bereit? Nein. Ich habe übrigens heute Morgen wieder Sport gemacht, John. Auch wenn du es mir nicht glaubst, ich erzähle es dir einfach. Als ob. Ja. Ich habe heute Morgen Sport gemacht. Schnarchen zählt nicht als Sport. Das war kein Schnarchen, das waren Sit-Ups und Liegestütze. Ach so? Wie kommt das denn? Hast du nicht irgendwann mal erzählt, dass du unsportlich bist? Unsportlich habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, ich habe nie wirklich aktiv Sport gemacht. Und ich habe ja durchaus... Ja, Nami? Durchaus Motivation. Na? Das jetzt zu machen, weil ich eine Feuerwehrfrau bin. Nicht wahr? Okay. Ich dachte, du arbeitest da schon. Ja, natürlich hat er einen Fallschirm, weiß, wie er ihn benutzt. Scheiße, wie öffnet man die Fallschirme in den GTA, Leute? Okay. Ja gut, ich will... Natürlich hopst der gleich runter. Ja, Mann. Genau, das wird er tun. Ich muss ganz kurz, während er telefoniert, ganz kurz was nachgucken. Warte ganz kurz. Okay, dann will ich da nicht nerven. Ich muss... Warte. Fallschirm. Hoch. Was? Wieso ist die Steuerung? Ja, rechtsklick. Okay. Oder F. Nicht F drücken. Weil, was? Sekundär Fallschirm öffnen F und ausklinken F? Okay. Wie geht ihr an mich verarschen? Wie geht ihr an mich verarschen? Öffnen F und dann ausklinken F oder was? Wie geht ihr an mich verarschen? Geht ihr an mich verarschen, Alter? Okay, wir drücken nicht F. Rechtsklick. Rechtsklick. Fallschirm öffnen, rechtsklick. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, der springt gleich mit dich runter. Ich sage, wir werden telefoniert mit Nami, wenn er hier gleich einfach losrennt und runterspringt. Ich sehe das kommen. Alter. Wir müssen draufhalten. Warte kurz. Wir müssen das auf Video haben. Ja. Das ist der totale... Muss aber vorher ausrüsten. Wenn man hier runterguckt.
Ja, keine Ahnung. Oh Gott, hast du gesagt, dass ich dabei bin, John? Ja, bei Gelegenheit. Solltest du nicht sagen. Weil du arbeiten musst heute. Ich habe keine Ahnung, ob ich einen Fallschirm habe, Prisma. Wenn ich in der Kamera bin, sagt er mir, ich habe einen Fallschirm. Ja, bis. John meinte ja auch, ich sollte einen Fallschirm haben. Nur einmal F. Geht auch Rechtsklick? Ich möchte lieber Rechtsklick irgendwie drücken. Als F. Sonst F for Respect. Das Problem ist, ich bin halt dead. RTW1, wie die Leitstelle kommen. Also dead. Also im Sinne von Harriet gibt es dann nicht mehr, wenn wir... Nami muss arbeiten. RTW3 für die Leitstelle kommen. Wie? Arbeit? Wer macht denn sowas? RTW2 für die Leitstelle kommen. Kein RTW meldet sich mehr. RTW5 für die Leitstelle kommen. Oh Gott, die arme Leitstelle. RTW5 hört. Oh Gott. RTW5 für Sie, Einsatz Galaxy. Dort eine Person vom Gelände. Er hat gerade alle RTWs durchgefunden, keiner meldet sich. RTW5 verstanden. Ah doch, RTW5 hat sich erwarnt jetzt. Den Job zu übernehmen. RTW3 hört. Für Sie, Einsatz. Sie fahren den West Highway Richtung Tankstelle 719, dort auf der Straße, verunfallte Person. Einsatzstelle wird ausgeleuchtet mit Fackeln. Was denn? Ich höre sie. Unten. Ach, hast du wieder. Achso, ja. Leitstelle von RTW 2 kommen. Abflug. Hört sie, kommen Sie. RTH hören. Die 20 kurzzeitig Kopfschmerzen, daher RTW 2 kurz Status 6. Okay. Ah, guck mal, jetzt haben sich alle RTWs, glaube ich, zurückgemeldet. Hat ein bisschen gedauert. Okay, Rechtsklick. Was Cooles! Ich glaube, irgendwann müssen wir schon auch nochmal ankotzen, oder? So richtig auf die Schuhe. Ja, also nachts ist halt mal eine andere Sache. Eine ganz andere Geschichte mit Fliegen. Ja, klar, glaube ich dir. Dankeschön, Tripos. Els Tripos wahrscheinlich, oder? Suchen wir uns mal jemanden, der ein bisschen. Abo, Dankeschön. So, auch wenn ich immer noch nicht weiß, wer du bist. Hat man nach dem Auto Ausschau? Nach dem Auto, jawohl. Und dann verfolgen wir das. Verfolgung mit einem Ambulance-Heli. Das ist super. Beobachten. Präventives, ja. Nein, du navigierst mich quasi. Darum ja, ich weiß. Ja, da habe ich mir fast gedacht, aber ich sehe da nicht gerade keine Auto. Wo sind die alle? Aber ich würde dir trotzdem Uhrzeiten ansagen, kein Nord-Süd oder sowas, ne? Ja, genau. Weil du keinen Kompass hast wahrscheinlich, so auf den ersten Blick? Doch, ich habe einen, nur dann muss ich auf den Kompass gucken. Ah, okay, ja, verstehe. Und wenn ich auf den Kompass gucke, könnte ich so ein Gebäude übersehen. Ja! RTH1 für die Leitstelle kommen. Toller Film. RTH1 hört? Für Sie, Übungseinsatz Mount Chiliad, dort Bergstation, vermisste Person. Ich wiederhole, Übungseinsatz. Wir haben Check. Übungseinsatz auf dem Mount Chiliad. Du hast mal wieder telefoniert, oder, John? Nein. Okay. Vermisste Person auf dem Mount Chiliad. Übungseinsatz. Ja. Ja, und? Wenn ich jetzt wüsste, wo der Mount Chiliad ist, wäre echt praktisch, oder? Der große Berg. Warte kurz. Nee, das ist Mount Gold. Ganz kurz. Scheiße. Achso. Ja, okay. Ja, verstehe. So, dann müssen wir, glaube ich, einmal so nach 9 Uhr. MD 75. Ja, aber sowas kannst du tatsächlich ansagen nach Norden. Also, nach Norden. MD 78. Links im Mundschild ist der große Berg direkt vor uns. Die letzten zwei Vogelsprüche wiederholen. Ja, okay. Gut, dann. MD 75 und 78. Gib mir einmal, wo hab ich hinzufliegen? Keine Ahnung. Er hat einfach nur gesagt, auf dem Mount Chiliad. Ja, dann müssen wir Mount Chiliad aufsuchen. Sprich, wir müssen gucken, dass wir ein System haben. Du sagst mir an, was ich zu tun habe, ich fliege. Ach, du Scheiße. Wie macht man das mit Heli? Keine Ahnung. Von oben nach unten Kreise ziehen oder so? Hast du RTH 1 Status 3 durchgegeben? Natürlich habe ich das. RTH 1 Status 3! Habe ich natürlich, ja klar. Ich frage für einen Freund. Check. Und natürlich. Hast du es nicht gehört, RTW 5?
Status zu suchen. Muss ich jetzt auf Leitstelle gucken? Check, fahren eine die. Person. Nein, musst du nicht. Eine Person hat verletzt gefühlt. Tatsächlich einfach praktische Frage. Ja. Wie würdest du anfangen? Erstmal die Zugangswege. Also okay, gucken, dass man halt irgendwie eine Straße, einen Wanderweg, einen Trampelpfad findet. Ja, zum Beispiel wie der genau unter uns, meinst du? Du hast eine Kamera und das heißt, du bist diejenige, die mich halt navigiert. Ja. Aber hier scheint auch sowas zu sein wie ein Trampelpfad. Ja, genau. Folgst du den quasi schon? Ja, genau. Ja, langsamer ist gut, weil hier gibt es gerade sehr viele Wege. Such dir ein System für dich und rede mit mir, sag mir, was du halt tust. Okay, System. Ja, der kann ja überall sein, der muss ja nicht mal auf dem Weg sein. Das ist so richtig, aber am einfachsten ist es halt den Weg abzusuchen als erstes. Okay, als erstes den Weg. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass er da irgendwo umgekippt ist, ist halt immer größer. Ja, okay. Und es hat auch eine Nähe des Weges natürlich. Ja, also, dass ich jetzt nicht nur voll zoome auf den Weg kann. RTW3, er bittet Standortabfrage. Hast du die Nachtsicht dann? Unter anderem, manchmal. Okay, RTW3 hat sich erledigt. Okay. Status 4. Was, ich sehe es halt nicht, was du da tust. Ja, das ist gar kein Problem. Ich würde es halt sehr spannend finden, mir das mal irgendwann anzugucken. Leitstelle für RTW1. Ja, schade, dass du das nicht kannst. Ja, ekelhaft. Für C. Ich halt so 5 Piloten. RTW 2 hat geoffelt, MD-20 Feierabend, MD-73 wechselt auf RTW-1. Weiterhin kein Sichtkontakt, John. Check. Ja, wenn ich zu schnell fliege oder zu wild. RTW-1 Ende. Nee, du fliegst eigentlich, also die Kamera scheint einen Stabilisator drin zu haben, funktioniert eigentlich ganz gut soweit. Oben angekommen, ich habe weiterhin keinen Sichtkontakt. Einfach genau auf 12 Uhr den Weg folgen. Aber ein bisschen langsamer kurz, bitte. Kannst du noch ein bisschen höher, damit ich hier über die Kuppel einmal gucken kann? Ja, danke. Also nicht kannst du bitte, sondern geh höher. Okay, ne? Oder ist okay. Ja, dann folgt den Weg weiter. Weiterhin kein Sichtkontakt. Ja, mach mal ein bisschen langsamer, bitte. So, jetzt haben sich die Wege jetzt hier aufgeteilt und aufgesplittet. Das ist ein links, ein rechts. Ich bleib jetzt halt in der Mitte. Ja. Und wenn du mir jetzt halt sagst, dass du halt beide Bereiche haben möchtest, steige ich halt noch ein bisschen höher. Und dann könntest du mit Chance beide drauf kriegen. Ja, oder du machst halt ein bisschen langsamer, sodass ich halt immer ein bisschen gucken kann. Rede mit mir. Kommunikation. Ja. Leitstelle. Ja, die Geschwindigkeit ist auf jeden Fall gut. Ja, die kommen sie. Schneller. Die MD-75. Wir sind jetzt bei ca. 14 km/h, 13, 12, so im Dreh. 12 Runden, einen neuen RTW. Check. RTW3, Status 7 plus 1, also langsam, langsam ans Joggen. Check. Ja, wir sind übrigens gestern nicht fertig geworden mit Joggen, ne? Ich sag's nur. Ja. Nur, dass du das auf dem Schirm hast. Ich weiß. Da kam ja was zwischen, falls ich mich erinnere. Ja, das ist richtig. Dinge kamen zwischen. Ja, ganz seltsame Dinge. Ganz, ganz seltsame Dinge. Übrigens, hast du festgestellt, dass das für eine Fernsehserie war, die jetzt auch auf VNet veröffentlicht ist, wo man sehen kann, dass der Heli in den Tunnel steht? Ich habe das gesehen und da wird auch gezeigt, wie sie reinfliegen. Okay. Von wegen Windböe. Vollste Absicht. Kommt sie? Sie sind eingeteilt in RTW2, die Baustelle, die sie durchgegeben haben. So verstanden. Also ich kann es dir jetzt sagen, wäre es halt jemand aus unserem Department, wäre sofort arbeitslos. Ja, natürlich. Ohne Wenn und Aber. Klar, also. Klar. Wie gesagt, aber ich weiß aus anderer Quelle zuverlässig, dass Doc Chuck das halt so hält, dass die Leute auch einfach fliegen dürfen ohne Ausbildung. Wenn sie wollen. Jo. Ja. Hervorragend. RTW 1. So nach dem Motto, dann versuch das doch einfach mal.
Okay. Okay. Auch am Ende des Weges kein Sichtkontakt. Gut. Am Ende beider Wege. Dann suchen wir jetzt ein bisschen den Berg weiter. Also check. Bergflanken. Das heißt, ich umkreise jetzt den Berg und du hältst die Kamera quasi auf den Berg. Mhm, ja. Verstanden. Was? Höhe okay oder Höhe tiefer? Ja, Höhe ist gut. Nein, Höhe ist gut. Licht gerade ein bisschen. Das ist der Suchscheinwerfer. Er ist aber gerade, wenn ich die Nachtsicht anhabe, ein bisschen störend. Der Suchscheinwerfer. Ja. Habe ich gerade ein bisschen erschrocken, aber das war unser Schatten. Okay, gut. Kannst du wieder ein bisschen langsamer fliegen? Ja. Glaube ich immer so nett zu dir, wenn ich Ansagen mache, oder? Alles gut. Glaub mir, wenn's das ist jetzt entspannt und du weißt, dass es entspannt ja, ist. Ja, ja, klar, wir wären ganz anders, wenn wir wirklich jemanden so würden. Das ist, ich sag jetzt einfach mal so, mir ist es relativ egal, wie es halt ankommt. Hauptsache, ich krieg die Information. Ich kann das relativ gut filtern. Ja, und dann ich weiß auch gar nicht, ob du mich schon mal gestresst erlebt hast. Schon. Weiß ich gerade gar nicht, ich glaube nicht. Nee? Nee, ich glaube, du hast mich noch nicht gestresst. Okay. Herausforderung akzeptiert. Oh, dann bitte jetzt nicht so gestresst, meine ich. Nicht jetzt, wir stürzen gleich mit dem Baby abgestresst, nein, das meine ich. Nein. Okay. Also ich bin nicht selbstmordgefährdet. RTW 3, Status ab. Ja. Ah, okay, gut. Check, am David. Geschwindigkeit ist gut. Jetzt wieder ein bisschen langsamer, bitte. Okay, hier ist der Weg wieder von vorhin. Das ist quasi einmal rum. Mhm. Also die erste Hälfte zumindest. Genau. Okay. Wie oft habt ihr eigentlich überhaupt so Helikoptereinsätze? Weil ich glaube, ich habe noch nie einen mitbekommen. Vorgestern hatten wir eine Suchaktion mit dem Kind, tatsächlich sogar hier. Okay. Die dann abgebrochen worden ist, weil die Person dann wieder aufgetaucht ist. Ist aber okay, ist unser Job, ne? Ja, ja, klar. Aber einfach nur eine vermisste Person, oder was? Ja. Hey, das nicht das, also macht sowas nicht das PD dann hier? Nein. Wir mutmaßen, beziehungsweise vermuten dann, die Person dass sie gestürzt, auch verletzt ist. Ja, okay. Ja, muss man ja alles wissen in dieser Stadt, ne? Ist alles Neuland für mich schon. Ich war noch nie in der Großstadt. Die Nummer des Glücks ist 912. Da werden sie geholfen. Keine Sorge, John, die Nummer habe ich natürlich in meinem Song verbaut. Ja, dann lass mal eine Textzeile hören. Nein. Dieser Song gehört leider Juicy James. Tut mir leid, wir sind einmal rum. Okay. Gut, dann brechen wir jetzt hier an dieser Stelle einmal ab. Mhm. RTH1, Status 1. Und gucken mal, was bei Lonis abgeht. Er freut sich auf jeden Fall, wenn du mit dem Heli landest. Na, ich will nicht landen. Schade. Du hast eine Kamera. Ah. Entertainment pur mit die IC sowie OC. Hm, wer könnte das sein, Leute? Ihr dürft mal raten, wer Ace Truppers sein wird. Es
wird jemand sein, der heute seinen... Mal fragen, ob er rauskommt, wo zwingt. Ja, mach ich, Moment. Wer das sein könnte. Izzy geht ins Bett. Doof jetzt, aber können wir jetzt nicht ändern. Nein, mir anscheinend schon lange nicht mehr angerufen. Was ist denn Ding? Schande über mein Haupt. Also. Harriet! Lani! Ich bin im Handy. Oh Gott, hör bitte auf zu singen! Lani! Hör auf zu singen! Ja. Oh Gott! Bist du gerade in der Bar? Ja, klar. Ja, komm mal raus, ich bin im Heli über dir. Was ist im Heli über mir? Ja, du kannst mal winken, komm. Was, echt? Ja, kannst ja, echt. Kannst du Licht runterleuchten? Ja, warte, dafür muss ich auflegen. Ihr müsst tiefer kommen. Ich sehe euch. Ja, okay, ja, machen wir, aber... Ja, dran. Ja, mach ich. Er meint, wir müssen tiefer kommen, er sieht uns noch nicht. Und ich soll leuchten, aber das krieg ich hin. Noch ist er nicht da. Ah doch, jetzt stehen sie auf der Straße. 1, 2, 3, 4, 5 Leute. Sechster kommt gerade aus der Bar raus. Und sie tanzen auf der Straße, warum auch immer. Mitten auf der Straße übrigens. Es wundert mich nicht, dass wir so viele Einsätze bei Lonnies haben. Ich bin wirklich... Nee, aber normalerweise liegen Schlägereien. Ja, das stimmt allerdings. Das stimmt. Ja, Lonnie? Okay. Ja, dann müssen wir hier kommt nach Hause. Nee, dürfen wir nicht. Nein, dürfen wir doch, nicht. Doch, nein. Wir sperren auf die Straße. Also. Nein. Wir landen nicht. Warum nicht? Nein, Lonnie. Jetzt komm, hier hinten ist ein Landeplatz, wirklich. Johnny, ja, es ragt, wir sollten landen. Ja, nein. Schau. Wenn du, ich hab Nein, ja, ich nein wir da. Haben Nein ich gesagt. Nein, wir haben Nein gesagt. Fliegen weiter. Ciao, Lonnie. Ciao, Lonnie. Ciao, sperren ab. Ja. Okay, landet. So, jetzt hast du aber den Suchscheinwerfer mal erlebt. Ich mag Lonnie. Ja, für mich, also damit kannst du mich tatsächlich auch führen, ne? Wenn du mir irgendwas zeigen möchtest, mach ihn einmal an. Warte. Mach ich so. Ja, mach ich so. Jetzt. Genau, ja. Also am besten nach vorne, wo ich ihn da sehe. Ja. Dafür bist du zu hoch ein bisschen. So, aber so kannst du mich auch auf Sachen aufmerksam machen, ne? Also zum Beispiel da ist die Antenne. Unter uns ist dieses Alien-Ding. Absolut. Ja, also Strommasten zum Beispiel, oder da ist die Person, fliegt in die Richtung, ja. Genau, okay. Genau. Also wenn du irgendwas siehst, du bist halt Augen, Ohren des Piloten. Ja, okay. Und hast auch in dem Moment sogar das Sagen über den Jedi, ne? Also... Okay. Oh Gott, guck, das ist ja viel anstrengender als Pilot. Nee. Nee. Sagt es dir, du bist nie Helikopter geflogen. Ja, ich weiß. Bestimmt ein Unicorn-Stripper, deswegen will er nie bleiben. Nein, es muss ein Feuerwehrmann sein. Aber das Gefängnis? Aber das ist das Endpunkt. Ja, dann in Feuerwehruniform. Deswegen brauchst du einen hübscheren Helm, ne? Markus? Oliver? Markus? Nein. Gut. Markus wäre was anderes, glaube ich. Ich glaube, Markus war schon mal hier, oder? War Markus schon mal hier? Ich würde sagen, es ist, das ist nicht schon. John ist Oleg. Landebasis, also einmal das Davis. Check. Und navigiere mich dahin. Ach, jetzt darf ich ja Richtungen sagen, ne? Ja. Warte mal, Richtung. Ich ja, welche? Oh mein Gott. Richtung Süden erstmal. John. Ja? John. Die Windböen. Oh Gott. Willst du, dass ich dir den Heli kotze, oder? Das muss ich dir erklären. Wer kümmert sich um die Helis? John. Ja, Izzy ist nicht mehr da. Die hat er Feierabend gemacht? Der ist ins Bett, glaube ich. Der hat mir zumindest SMS geschrieben mit, warte. Das sage ich ja lieber nicht. Aber auf jeden Fall ist das Ende Schlafschirm. Ja, jetzt, also wenn du anziehst, dann hau raus. Es ist einfach nur geschnulzt, John. Einfach nur geschnulzt. Also richtig, richtig ekelhafter Cringe? Ja, er ist schon ein bisschen cringe, muss ich zugeben. Okay. Ja. Das meinte ich mit, vielleicht sind wir nicht so kompatibel, weißt du? Achso, also du bist dann eher so... Ich bin der nicht so der cringige Typ. Achso. Nee. Soll ich einen Tipp geben? Ja, tipp mal. Ja, wie gesagt, ich kann gerne mal einen Tipp geben, also... Ja, tipp mal. Okay. Das Davis ist jetzt auf 3 Uhr. 5 Uhr. Gut. Ich sehe es, dann gehen wir mal in den Landeanflug.
Mhm. Soll ich dir leuchten? Kannst du gerne machen. Nein, wir dürfen keine Person abfangen. Besser hätte ich es nicht sagen können, warum ich hübscher Helm brauche. Ja, ist so, oder? Du wolltest mir noch einen Tipp geben. Nee, soll ich easy einen Tipp geben? Ach so, easy? Ja. Dass er nicht so cringe sein soll und so. Ja. Ja, vielleicht hilft das. Okay, ich rufe ihn. Schreib ihn SMS. Ich habe gerade mit Harold über eure intime Beziehung gesprochen. Du bist manchmal ein kleiner Lügnatscher. Den, übrigens den davor, nicht den hinteren, den vorderen. Oh, okay. Ja, okay, wusste ich natürlich. Ah, nee, alles gut, weil da ist nämlich die Kerosintankstelle. Ah, verstehe. Alles gut, du musst nicht verraten. Du musst nicht verraten, bitte nicht. Es hilft ja auch, Meta vorzubeugen, beziehungsweise BSG, wenn ich nicht weiß, wer du bist. Aber es freut mich, dass ihr Spaß mit Harriet habt. Es freut mich sehr. Die Rolle liegt mir mittlerweile sehr, sehr, sehr am Herzen. Gut gemacht schon. Danke, danke. Ich habe vom Besten gelernt, von Easy. Lass die Tür heilen. Also apropos Tür, wir müssen uns noch über die Engine gestern unterhalten, ne? Ich muss wirklich ganz schnell... Also, wuff! Als ob ich das vergessen würde. Für Sie Einsatz auf dem Gelände des Lost so, MC, dort vier Personen nach Schlägerei. Jetzt habe ich reingefunden, schrecklich. John ist wirklich immer nett, wenn ich dabei bin, das ist unglaublich. Er macht so viele Komplimente, wenn ich dabei bin. Auch an andere. Wir müssen mehr mit John machen. Ich glaube, dann sind die anderen begeistert. Ziel ist ab und zu... Ja, ich störe manchmal ein bisschen. So, und ne? Wieder $500 verflogen. Ja, aber sind ja nicht deine $500. Leitstelle für RTW 2 kommen. Ja, plus unsere beiden Gehälter. Das war ein teurer Spaß gerade. Naja, in die Ausbildung, oder nicht? Ja, natürlich. Ist wichtig. Also es ist ja kein Spaß aber gewesen, das war ja Ausbildung. Aber wenn du dich da drin siehst und fühlst, dann... Ja, ist ja zum Glück kein Auto. Das ist halt tatsächlich dann mehr so eine Belohnungsgeschichte. Leute, die wir halt da drauf lassen. Ja, es ist schön, das kannst du dir erarbeiten. Ich meine, du bist auf einem guten Wege hin. Das weißt du aber, glaube ich, selber mittlerweile. Ich mache es mir leider jeden Tag selber schwerer, wieder zu gehen. Tja, das ist jetzt überhaupt nicht, also... Nicht deine Intention, ja? Nein, nein. Nein, nein, du, natürlich nicht. Wie gesagt, ich kann dich nicht festhalten. Ja, also alle Späße beiseite. Ich kann es nicht. Mir fällt das zum Glück nicht so schwer. Da bin ich sehr froh drum. Aber ich habe irgendwo noch die Hoffnung, dass du sagst, okay, ich finde diesen lustigen Haufen doch schon so interessant, dass ich hier bleiben möchte. Machst du halt einen zweiten Song über, machst du einen über das Fahrdepartment zum Beispiel. Da bist du jetzt aktiv hier dran beteiligt, das Ausgebildete. Wie viele Songs hätten Sie gerne? RTW 2, Status 4. Ja, nu. RTH 1, Status 2. Sehr gut. Ich wollte gerade... Ich konnte zwischendurch nicht, weil die Einsätze am Funken waren. Tut mir leid, sonst hätte ich es früher gemacht. Ist alles gut, ist viel los? Nee, es ist nur ein Einsatz, aber hier RTW an Dings und Leitstelle an Dings und wo genau und wieso und wo war das nochmal? Und ja. Komplett nur Pillbox. Guck mal in die Leitstelle. Ich guck mal in die Leitstelle. Jetzt werde ich angerufen. Von Longy? Jetzt guck ich erst in die Leitstelle. Hey, hey, hey. Pillbox. Jimmy Tiger, immerhin. Ja, Jimmy ist Jimmy ist genauso wie du kein Trainee mehr. Hey, Amy. Hallöchen. Ich habe endlich Feierabend. Ja, sehr schön. Ich glaube, ich habe auch gleich Feierabend. Ah, sollen wir uns am Stadtpark treffen? Der war gut. Was sollen wir? Am Stadtpark treffen? Ja, machen wir. Gut, dann fahre ich schon. Hast du Taylor auch dabei? Nee, noch nicht, aber ich kann ihn ja anrufen, dass er da ist. Ja, perfekt. Dann bis gleich. Dann treffen wir uns dann. Bis gleich. Du hast gleich Feierabend. Vergiss das, ich fliege jetzt nur eine Stunde. Oder zwei. John. Ist doch ich hab auch sowas wie ein Privatleben, musst du wissen. Und, ja, aber Izzy ist doch schon im Bett, also daher. Ja, das ist ja noch nicht mein Privatleben. Das ist ja. Ach so. Also, was ist Izzy dann?
wir hatten erst ein Date schon. Also was man, also ich weiß nicht mal, ob es ein Date war. Sowas, ich frage ihn mal. Ich schreibe ihm eine SMS. Ach, ja, es ist wichtig. Ja, ist wichtig. Wieso ist das wichtig für dich? Ach, nur so. Ich bin eigentlich von Grund auf neugieriger Mensch. Ja, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass du deine Mitarbeiter mit deinen Mitarbeiterinnen ein bisschen verkuppen möchtest. Ich habe da ja auch was von Leonora gehört, nicht wahr? Was? Weil das eine Win-Win-Situation für dich ist, weil deine Mitarbeiter besser gelaunt sind und ja, alle da bleiben. Ich sage dir nichts ohne meine Antwort. Ja, John, ich hab dich durchschaut, John. Ohne rot zu werden. Fühlst du dich ertappt? Hä? Fühlst du dich ertappt? Nein. Okay. Ich wollte den Kill jetzt nur einparken. Ich bin echt froh, dass die Tür geblieben ist bei den Stehen. Das hätte jetzt gut gepasst, oder? Das wäre gut gewesen, ja. Ich weiß nicht, wie ich das sonst gemacht habe, diese scheiß Türen da rauszureißen. Aber ich hätte gerne einen Trick dafür, muss ich zugeben. Mittlerweile hätte ich echt gerne einen Trick dafür. Das wird ja lustig, wenn wir jemanden haben, der sich in unsere eventuell Beziehung mit Issy einmischt. Elegant. Hervorragend. Kleiner Tipp. Nicht aussteigen, bevor der Rotor nicht komplett steht. Jawohl. Wäre viel zu schade um deine Frisur. Was sagen die, halt echt einiges durch. Hat der Friseur echt gut gemacht. Ja, also ich meine eigentlich eher, wenn du nicht aufpasst und ne, und dann John, so Rotor Kopf ab und so. John, hab das verstanden. Ja, ist ja gut. Schrei mich doch nicht an. Ich bin sensibel. Oh Gott, du hast mir noch nie schreien dann, glaube ich. Ich glaube, das kriege ich auch noch hin. Mit der komischen Tonlage gegangen, das ist ganz falsch. Irgendein Mark von Klebrig und Feucht. Das müsste dann ja der sein, der aktuell auf Platz 1 ist. Wieso wir sowas geklungen haben? Es sind auf jeden Fall genug Mitarbeiter da, auch wenn sie alle aus dem Pillbox sind. Es tut mir jetzt leid für dich, John, aber ich würde tatsächlich... Danke. Ich hab nicht heute eine Pyjama-Party. Cool, oder? Ja. Viel Spaß. Bist du jetzt eingeschnappt? Oh mein Gott. Nein. Okay, gut. Darf ich Feierabend machen, Chef, ja? Warum sollte ich eingeschnappt sein? RTW 2, Status 1. Jetzt schon wieder irgendwie. Check. Ich krieg gerade Nachricht, Entschuldigung. Okay. Miller. Ja genau, von dem ist Lost, ja genau. Mega, vielleicht wird er mal was mit uns machen. Was hat denn davon? Nein. Izzy hat mir gestern gesagt, dass er gestern und heute nicht so viel Zeit hat. Aber Sonntag. Ja, ich habe noch ein Date mit der Staatsanwaltschaft. Oh nein. Ja, ich liebe meinen Job. So, raus mit dir, bevor ich es mir anders überlege. Okay, danke John. Schön, hat mir sehr viel Spaß gemacht heute. Du, wie gesagt, wenn du da Bock drauf hast, aber wie gesagt, das ist halt nicht so ein One-Less-Than-Quickie-Tide. Das ist dann schon eine Verpflichtung, ne? Ja, klar. Dann bis morgen. Bis morgen, 18 Uhr, ja. Sehr schön, also ich bin wahrscheinlich früher da und werde sehr wahrscheinlich Babysitter sein wieder. Aber ist nicht so schlimm, ist mein Job. Sehr schön. Gut, wir müssen noch gucken, wie wir das mit dem... Egal. Ja, ciao. Mit denen? Achso, Geld. Bezahlen und so. Ja. Bezahle ich aus einer Tasche. Mhm. Alles gut. Ich glaube, ich bezahle. Was ist der Spaß bisher? Harriet? 8,5. Was? Ich mache jetzt 3,5. Das Essen. Warte, komm mit. Ich bezahle Finn selber. Ich weiß ja eh nicht, was ich mit dem Geld anfangen soll. Guck. Hi. Hallo. Hallo. RTH1 löst sich auf. Check. So, Geld abheben. 3,5. MD53 außer Dienst. RTW3 auflösen. Sollst ja nichts auslegen, ist alles gut. Dann geht das Ganze auf mich. Soll ich einen Sponsored by John einfließen lassen? Oder? Nein. Okay.
Um Gottes Willen. Ich würde es machen. So, bitte. Danke dir. Dann bis morgen. Ja. Das müssen wir unbedingt da sein. Ja, da, 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 da. So. Denn, haben wir heute ja gearbeitet. Da hat sich schon erstmal hingelegt. 3,5 hat er uns gegeben. Wir haben heute 2000 verdient. Wir können easy peasy morgen Finn selber bezahlen. Das ist ja wirklich nur so ein kleines Schmankerl für die anderen. Soll ja was Schönes sein. Dann gib mir mal eins. Ich bin vor der Nase die Tür abgeschlossen. Wir müssen Izzy auf jeden Fall nochmal zurückschreiben. Aber wir gehen jetzt erstmal Richtung Stadtpark. Das ist wichtig. Ich habe schon ewig nichts mit Emmy gemacht. Ewig. RTW 2 für die Leitstelle. Ewig. Ciao, Funk. Gott sei Dank habe ich die Scheiße wieder aus dem Ohr, ey. Holy shit. Leck mir am Arsch. Also beim Helifliegen ist das richtig nervig. Ich weiß, warum der Pilot aus dem Funk geht. Ja, der kommt gleich hier hin. Kannst du damit Bisou klären. Alles klar. Achso, Bisou. Tschüss. Alles gut. Tschüss. Was ist denn da los? Ich sollte eigentlich auf der anderen Seite langlaufen. Ich sollte eigentlich auf der anderen Seite langlaufen. Ich sollte eigentlich auf der anderen Seite langlaufen. Wobei, ich habe keine Uniform. Das passt. Bin einfach nur... Ach, Peyton ist da. Ach, das sind die Mitarbeiter hier noch, oder was? Aufbruch, Rom. Tschüss. Tschüss. Okay, das ist Kramer und Peyton. Alles klar. Da steht hier so viele Autos. Was ist denn das hier? Ist das hier Tuning-Treff oder was? Weg jetzt hier. Was ist das für eine Karre da? Wehe, du fährst mich. Rast aus. Rast aus. So, jetzt können wir endlich mal in Ruhe SMS schreiben. Mein Gott. So. Wir sehen uns ja morgen. Dann hoffentlich wieder etwas länger. Elton John macht das wirklich? Der mischt sich da bestimmt ein. Also er wird ihm auf jeden Fall sagen, dass er nicht so cringe sein soll. Und das würde uns extrem viel erleichtern, Leute. Wenn er es denn hinkriegt, nicht so cringe zu sein. Das ist natürlich die andere Frage, ne? Das ist eine ganz andere Frage. Schafft es Izzy, weniger cringe zu sein? Aber es hat sich ja schon gebessert, muss man ehrlicherweise sagen, ne? Also der erste Tag war halt echt cringy, 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 cringy. Aber ich glaube halt wirklich, weil er so das Gefühl hat, er muss das jetzt machen, um uns halt zu beeindrucken, damit wir wissen, er hat Interesse oder so. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, er hat das Gefühl, er muss das jetzt machen. Chrissy. Ist so mein Gedanke, weil danach ging es ja eigentlich tatsächlich. Dann kam mal so ein Spruch am Tag ungefähr, wo ich mir dachte, oh, cringe. Aber ich meine, ganz ehrlich, wir machen auch cringe Sprüche. So ist es nicht. Ja, das ist jetzt kein Weltuntergang. So, Leute. Endlich mal was Vernünftiges machen. Und nicht immer nur mit den gleichen Leuten. Ab geht's. Shoppen gehen. Pyjama-Party, Leute. Wird richtig gut. Die Frage ist nur, wo machen wir fucking Pyjama-Party? Weil, naja, egal. In Taylors und meine Wohnung ist ja eher ungünstig, ne? Bremsen Sie mich jetzt aus, oder was? Ja, bitte? Ja, bitte? Hallo? Ja? Es kommen ein paar von uns hier noch, ich weiß jetzt aber nicht, wer alles. Ja, alles klar. Müssen wir extra anmelden? Nein, wenn es nicht jetzt irgendwie, keine Ahnung, 20 sind, dann nicht. Alles gut. Ich habe das so geklärt. Dass wir quasi okay. So eine Pauschale haben, weißt du? Ja, passt. Ja, alles klar. Aber ich freue mich, wenn sehr viele kommen, das wird super. Okay, alles klar. Ja, super. Hast du, hättest du Bock, Eventplanerin zu sein? Also, dich noch mit jemand von Pillbox zusammenzusetzen, dass ihr in Zukunft Events plant und sowas? Wie zum Beispiel die Spendengala oder... Ja, Max, da gibt's ein kleines Problem. Ja? Ich bin demnächst wieder weg. Wieso? Frag schon. Oh Gott. Frag schon und weg. Und weg. Ganz schnell weg. Weil wenn ich jetzt wieder anfange, das zu erklären, dann gibt's wieder... gibt's wieder Probleme. Wir machen schon einfach noch mehr Probleme und so. Passt dann schon.
Wo sind sie denn? Ist Emmy hier? Ich dachte schon, er fällt mir jetzt hinterher. Da sind da ist Spider auf jeden Fall. Wenn Spider da ist, wird Taylor nicht allzu weit sein, oder? Ist das Taylor? Nee. John ist schuld. Ja genau, John ist schuld, dass wir gehen. Richtig. John ist nicht der Einzige, der uns da hält oder so. Es fällt mir langsam echt immer schwerer zu gehen, ey. Scheiße. Nein. No, ist wirklich Taylor? Weil er gemeint hat, er nimmt das mit nach Hause. So. Ja, ja, ja. Und er meint das so, ich hab Fragen. Ich hatte so gesagt und dann gesagt, ja, ja. Weißt du, wer der Schlüssel hat zu deinem Haus? Ja. Hi, Taylor? Hi. Hallo. Ah, hey, Spider. Ich guck mal, ich schick dir das mal. Ich schick mal. Was zum? Wie geht's dir, Herr Werte? Wo ist denn Amy? Ihr Auto steht da. Wo ist die denn? Die wollte sich eigentlich mit uns hier treffen. Ja, ich weiß nicht, Bescheid nicht da. Wer sitzt denn da hinten auf der Mauer? Ist das die auf der Mauer, ja? Hier hinten? Oh ja. Ja, ich kann zurückkehren. Aber würde es jemals das gleiche sein, Prisma, wenn ich tatsächlich gegangen bin und dann wieder zurückkehre? Würde es jemals wieder das gleiche sein? Hier bist du, Emmy. Na? Hallöchen. Da hatte ich da vorne schon gesucht. Echt? Mhm. Wieso, wo seid ihr denn? Ja, der komische Typ mit dem komischen Anzug und der komischen Gesichtsfarbe, das ist Taylor. Ich weiß nicht, was mit ihm heute los ist. Gestern sah er noch normal aus. Okay, ich will es nicht wissen. Okay, alles klar. Das ist kein Problem. Letztes Mal, als ich jetzt mit Taylor was gemacht habe, bin ich im Krankenhaus gelandet, Emmy. Ich weiß nicht. Mhm. Hallo, Zippe. Herzlich willkommen. Wir waren vorhin schon arbeiten. Jetzt hab sie gefunden. Schön, aber, ja. Jetzt holt immer die Frage, was wir machen. Hast du ihm schon gesagt, was wir vorhaben? Mhm. Na, sehr gut. Also erstmal shoppen, sagst du? Und dieser blöde Löwe, warum hat der die ganzen Schon, ne? Genommen? Ja, wird super. Ich freue mich drauf, ich war schon lange nicht mehr shoppen. Gehen wir zu Paletti oder zu den anderen Jobs? Ach, so sieht es aus, mir ist egal. Sie haben mich gut versorgt, die Tage. Weiß oh Gott, nicht, wer von denen... Oh Gott, Zimmel, das schränkt die Auswahl nicht ein, übrigens. Ich sag's nur. Das schränkt die Auswahl überhaupt nicht ein. Doch gar nicht so teuer. Einiges schon. Ja, das war Absicht. Perfekt. Der Zweite, der nicht sagen wer möchte, wer er ist. Perfekt, das verhindert Metagaming. Finde ich sehr, sehr gut. Ja, alles habe ich da geschickt gerade noch. Auch wenn ich natürlich sehr neugierig bin. Ich hab grad gesehen, aber den einen hat man den irgendwie nicht gesehen. Ich weiß nicht, wo der. Also ach, das sieht man so schlecht, weil der hinter dem Baum steht und grün anhat. Ja, aber also irgendwie, weiß ich nicht. Was? Ich hab das Foto mir noch nicht angeguckt, aber irgendwie. Sieht aus, als hätte das Bäumchen so ein. Was reden die schon wieder? Eine Kugel rum. Ist ja kein Meter. Ja, aber bei den anderen sieht man es. Da ist doch drüber die Gießen gerade. Was? Ich muss nochmal auf dem Dimmel so ein Bildteil. Auf dem Reden. Hat der die Cops vorhin vor dem Staatsanwalt hops genommen, ne? Wirklich. Was macht ihr hier? Ja, wir sehen zu, wie unsere Steuergelder verschwendet werden und so. Ey, der hat die richtig hops genommen. Ja. So richtig. Krimi oder was? Ja! Komplett zerlegt! Ah, ist das Jamie? Ja, das war schon mega. Scheiß Pflanze, die da etwa 6 Kopf drumherum stehen und dann nichts machen können. Also, klasse fand ich, wie der letzte versucht hat, mit dem Auto wegzufahren. Ja, mit dem T-Shirt und die Medics außen. Ah! Ja, ich erinnere mich. Wer ruft? Wo ich mich noch so fragte, so, warum stehen da 8 Medics außen und keiner. Naja. Sehr gut, herzlich willkommen. Ja, es ist ein bisschen schwierig für die ganzen Leute, es tut mir leid. Was hat die heute Abend noch so vor? Einiges. Zum Beispiel? Wir gehen gleich schön shoppen, holen uns ein Pyjama und dann gibt es eine Pyjama-Party. Hm. Wieder shoppen. Wie gesagt, ich war heute Mittag schon. Achso, wir müssen nicht. Ich habe auch ein Pyjama. Ich dachte, du brauchst noch einen. Nee, ich habe noch keinen. Ja, dann müssen wir auf jeden Fall shoppen, sonst hast du kein Pyjama. Dann ist es keine Pyjama-Party. Ja. Dann mache ich auf jeden Fall viel Spaß. Ja, danke schön. Was würde ich jetzt mit dem Telefon zusammen? Keine Ahnung, ich. Okay. Ja, was wird das jetzt hier?
Warten wir auf irgendwas? Ich glaube, wir warten darauf, dass irgendjemand sagt, dass wir jetzt losgehen, oder? Ja, dann gehen wir los. Ja, dann auch. Den Viersitzer. Okay, dann ist die Frage noch, wohin? Ja, erstmal umziehen oder wie, auf was geht's also? Emmy braucht noch ein Pyjama. Okay. Ja, wie sieht denn so eine Pyjama-Party aus? Ich habe sowas noch nie gemacht. Alle ziehen sich Pyjamas an und dann setzen wir uns in irgendeine Wohnung und machen ein bisschen Quatsch. Musik hören. In welcher Wohnung? Ja. Ich weiß auch nicht genau. Hat jemand von euch eine Wohnung? Ja, ich habe eine Wohnung. Ich habe ein Haus. Wow, okay. Es geht dann zu Spider. Ja, da können wir da. Ja, es geht definitiv zu Spider. Wir können eine Poolparty machen. Oh Gott, wir brauchen Bikinis und Pyjamas. Mega. Ist das das Bikini Haus da oben? Das? Bikini habe ich auch. Ah, ja, sehr gut. Brauch nur, ja, perfekt. Ja. Klingt hervorragend. In Johns Haus. Lass euch mal frei. Ja, gut. Hat der einen Viersitzer jetzt oder nicht? Ja, du, Emil, oder? Hast du einen Viersitzer? Ja. Ja. Oh Gott, wie soll ich schon wieder mein Ding ziehen? Da vorne kann ich zu dem Shop gehen. Egal, ja, können wir. Ja, ist eigentlich egal, genau. Na gut, dann. Und dann los? Sagen, los, ne? Wo stehst du denn? Ja, dann schönen Abend noch. Jo, ciao! Okay, was können wir auf einer Pyjama-Party in-game machen? Weil richtige Lieder spielen können wir nicht. Achso, ich dachte jetzt, das Pinke. Okay. Sorry, Emmy! Ich wollte dich nicht irgendwie. Sorry. Ich dachte, das Pinke gehört eben. Eieiei. Vorurteile. Vor allem, weil Markus ein pinkes Auto hat. Ne, ist kein pinkes, ist ja rosa. Ja, mal gucken, was abgeht, ne? Ja. Ob ich was finde. Ich kann noch einen anrufen, der kann gut singen und gut Gitarre spielen. Ah, das klingt hervorragend. Ich hoffe, der ist da.